Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Final Fantasy 13. Immer noch im Kapitel 11, aber ich hoffe, das ändert sich bald. Und jetzt versuchen wir mal, nein, leider kein Präventivschlag, aber die sollten wir auch so hinkriegen, schätze ich mal. So, können wir die? Nein, die können wir natürlich nicht. Und das sieht auch schon wieder böse aus. Steady now. Thanks. Try that on me. Don't worry. Oh, 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 wir brauchen noch mehr Heilung. Steady now. Thanks. Und wir brauchen unbedingt einmal Analyse. Ganz dringend. So, nicht das, sondern das und einmal Analyse. So, was können die denn, was können sie nicht? Schwäche gegen Feuer auf jeden Fall. So, effektiv ist, ist das Unterbinden psychischer Fertigkeiten mit durch Pein. Effektiv sind Aktionsverzögerungen durch Gemar, senkt die Gesetzzeit gegenüber psychischen Angriffen, Deprotestation. Ja, okay. Und auf jeden Fall haben sie einiges drauf. No Lyle schon wieder. Hob gerade auf. Verdammt, das wollte ich noch gar nicht. Oh. Oh, heilen, heilen, Lightning, 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 heilen. Das könnte noch witzig werden hier. Versuch mal ein bisschen durchzuheilen. So. Und dann mal ein bisschen darauf. Auf jeden Fall einer weniger geworden. So, ist nur noch einer übrig. Hey, sind doch noch zwei. Hat er jetzt sich einen gerufen oder was? Falsch, falsches Paradigma. Thanks. So, den haben wir gleich weg. Und zwar genau jetzt. Target's a target. Und nur noch einer übrig, Gott sei Dank. So, das sollte doch reichen. Natürlich reicht es nicht. Aber Snow, der haut nochmal kräftig drauf. Schade, keine Sterne, aber dafür 3150 Kristallpunkte und Mief-Sekret. Mmm, das riecht so schön. Ganz bestimmt nicht. So. Achso, die Kugel, da haben wir schon. So, dann laufen wir mal weiter. Einfach nur eine geile Musik gerade. Huh.
Hä? Bin ich gerade zurückgelaufen? Ich glaube ja. Ups. Habe ich mich nur ein bisschen vertan. Im Weg. Natürlich sind die Hopser da oben alle wieder da. Aber die umlaufe ich jetzt. Insofern ich das kann. Ja, das kann ich. So, dahin sind nämlich noch mehr. Und da müssen wir auch durch anscheinend. So, den versuche ich mal im Präventivschlag zu kriegen. Das kriege ich auch. Perfekt. Ist auch jetzt nur der eine. So, ab nach oben mit dir. Die Kröte ist ein bisschen kräftiger. So, sollten wir aber hinkriegen. Das wird knapp in dem Schock auf jeden Fall. Kladatsch hat doch nur noch hingehauen. Mit Lightnings kritischen Schlag. So, 1400 Kristallpunkte. Mief-Sekret. So. Wenn wir die in Schock kriegen würden, wäre auch nicht schlecht. Perfekt. So, Meta-Fertigkeit. Geben. So, wollte ich gar nicht angreifen. Aber ich glaube, Snow kriegt die Kröten auch alleine hin. Sich erstmal hier Statuswerte drauf, der Penner. Ist auch nicht mehr im Schock drin, ne? Man kann es noch so machen wieder. Boah, lass Lightning in Ruhe. Change of plan. Ab nach oben mit dir. So, den Schock überlebt er nicht. Zack, weg ist er. Und das gibt 5 Sterne, 3745 Kristallpunkte, keine Gegenstände. Egal. Wir dürfen weiter, das ist die Hauptsache. Da. So, schön, schön hier. Hups. Oh, eine Schatzkugel. Damit werden wir jetzt ein bisschen überhäuft, habe ich das Gefühl. Überall gibt es hier Schatzkugeln. Mit Komponenten ohne Ende. Ach, herrlich, wie das Licht da oben durchfällt. Okay. Pretty far today. Let's rest up and start out fresh tomorrow. How's Sarah? Same as we left her.
feels so far away now. Sarah says she wants to talk. She probably preferred if you skipped the lectures. Hey! Once we're home, what's your plan? You're getting married, right? What's that? Sarah wants to know. Don't scare me like that. You are getting married, aren't you? Don't you let her down, you hear me? Don't worry. This tear will be her last. I'll make sure of that. That's all I need to know. We will see her, right? Don't go there. No room for doubt. You're right. We'll see her again. And soon. You convinced me of that. So stay strong. Don't worry. We'll finish this and go see her together. So. Da vorne dürfen wir speichern. Das machen wir auch gleich mal. Nach dieser wundervollen Filmsequenz zwischen Snow und Lightning. Wie die sich jetzt verstehen. Am Anfang haben die sich ja noch gehasst und jetzt sind sie schon fast Bruder und Schwester. So. Herrlich. Einfach nur geil, wie es hier aussieht. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Oh, noch eine Schatzkugel. Wer hätte es da gedacht? Okay. So. Und wir dürfen nochmal speichern. Wer hätte es gedacht? Aber ich nutze es natürlich trotzdem. Was ist das denn, ey? We get through there, and we'll be in ABBA. You're almost home. Doesn't exactly look like it's gonna be a leisurely stroll. A foul sea! Oh, so we just head through this foul sea's lair to get to Erebo, right? What's another foul sea at this point, huh? Und ich wette, dass das unser nächster Endgegner wird. Ich ahne so etwas. So, hier können wir was machen.
Goblinmeister. Als meine als mein Alter verkündet hat, dass er uns verlässt und sich auf Reisen begibt, habe ich ihm eine Tracht Prügel verpasst. Ohne sich zu entschuldigen, ging er fort. Später fand ich heraus, dass er zu einem Kristall geworden war. Es schmerzte, wenn ich daran denke, dass ich nicht einmal versucht hatte, sein Leid als Elsie zu verstehen. Jetzt tut es mir leid und mir bleibt nur eine Möglichkeit. Ich muss den Goblinmeister im Tiny-Turm vermöbeln, damit ich mich irgendwann, wenn wir beide wieder aufwachen, bei meinem Alten entschuldigen kann. Ja, gehen wir nochmal an. Missionsstart. So. Dann schauen wir mal schnell auf Karte. Da oben ist das Ziel, da müssen wir sowieso lang. Und von daher schätze ich mal, dass wir es hinkriegen. Wir schauen mal. Ich schaue mal schnell auf die Uhr und dann schauen wir schnell ins Kristarium. Da haben wir ja wieder einiges zu vergeben. So, bei der Leiten sind wir im Brecher. Sind wir fertig, wie ich das sehe? Ja, sind wir fertig. So, dann im Verheerer. Kostet jetzt einiges. Im Moment. Also 40.000 Kristallpunkte sind schnell aufgebraucht. Zack. So, das war's auch schon. Bei dem Hope gehen wir in den Verheerer. Und dafür reicht es leider nicht mehr. Egal, dann bei dem Snow im Brecher natürlich. Und Rollenstufe. Ups. Jetzt ist der Snow fertig hier. Ups, einen zu weit. Ja, der ist fertig. Dann geben wir den Verheerer. Hier können wir uns sogar noch ein bisschen was leisten. 3420 TP ist auch nicht schlecht. So, bei Zaz. Brecher ist ja auch fertig. Dann geht er in den Verteidiger. Oh ja, Vollgar. Das gibt ein bisschen was. Aber auch nicht so viel. So, bei der Fang gehen wir mal in den Brecher. So, TP, Anschlag, Angriffskraft und das war's. Dann bei der Venil. Bei der Venil in den Verheerer. Wir ziehen ja alles durch. So, das war's. Keine Kristallpunkte mehr übrig. Insofern kann es in unserer Reise. Ah! Der sieht ja fett aus. Also was heißt fett? Fett hässlich. So, Metatätigkeiten. Analyse. Den kennen wir nämlich noch nicht. Aber jetzt ein bisschen Schwäche gegen Wasser. Dann gehen wir mal in den Verheer und machen den nass.
Der ist noch gar nicht so ungefährlich, glaube ich. Lässt sich auf jeden Fall schwer in den Schock bringen, wie es aussieht. Was kann denn der noch? Schwächt die Elementeresistenz. Morbid effektiv. Also den Schock werden wir den kaum reinkriegen, den machen wir eher so kalt. Genau. So, 1900 Kristallpunkte und Unheilfang. Heilfang. So, dann geht's weiter. Mal schauen, was für ein Viech wir erledigen müssen. Ein Goblin anscheinend, ja. Die sind auch mies, die Viecher manchmal. So, haben wir eine Kugel hier? Nein, haben wir nicht. Aber dieses Viech, was voll an uns vorbeirennt. Kloppen weiter drauf. Und tschüss. So, das gibt 5 Sterne, 1900 Kristallpunkte, keine Gegenstände. So, jetzt habe ich schon wieder die Zeit vergessen, aber ich danke euch fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Euer Migidi. Macht's gut. Ciao.